Die Nummer 1 in der Region ist der TSV Lehnertz, zumindest im Moment. Mit 3:2 setzte sich der Hessenliga-Aufsteiger am Samstag gegen Bochonia Fliehen durch. Die Mannschaft von Henry Lesser bestätigt ihren Aufwärtstrend und ist nach 18 Spielen das beste Team der Region in der Hessenliga. 1200 Zuschauer waren trotz regnerischen Herbstwetters zum osthessischen Gipfel gekommen. Eine gute Zahl, wenn auch weit von den Hoffnungen entfernt. Das Spiel begann für die Gastgeber alles andere als verheißungsvoll. Gerade einmal 2 Minuten waren gespielt, da gingen die Gäste aus Fliehen mit 1:0 in Führung. Julian Ankert vollendete die erste gelungene Aktion. Ein satter Schuss in die Maschen. Klar, dass die Fliehener da jubeln, und für eine kurze Zeit hatte die Bochonia das Heft des Handelns nun in der Hand. Doch dann folgte der Ausgleich. Es ist Jan-Henrik Wolf, der in der 20. Minute mit links vollstreckt. Aus 16 Metern zieht die Offensivkraft ab. Keine Chance für Jonas Ritzel im Tor der Fliehener. Der Ausgleich gibt Lehnertz Mut. Die Gastgeber kommen immer besser ins Spiel. Doch auf Fliehen bleibt gefährlich. Nach gut 30 Minuten kommt ein langer Ball von Rother in den Strafraum. Während Schaub erst verpasst, steht hinter ihm Gies frei. Doch Bayer ist eben auch ein guter Keeper. Er pariert aus kurzer Distanz. Keine 5 Minuten später, dann eine Doppelchance für Lehnertz. Erst geht der Ball an die Latte, dann kann Kress den Abstauber aus wenigen Metern nicht im Kasten unterbringen. Doch der Druck auf Fliehen wächst. Im Strafraum brennt es lichterloh. In der 41. Minute können die Fliehener gerade noch so zur Ecke klären. Doch dann scheppert es. Und wie? Pierre Mistretta zieht aus 25 Metern ab. Drin. Hammer-Tor. 2:1 für Lehnertz. Auch nach dem Seitenwechsel sind die Gastgeber zunächst das spielbestimmte Team. Lehnertz ist feldüberlegen und will nach gut 55 Minuten einen Handelfmeter haben. Rumpeltes klärt im Strafraum mit der Brust. Schiedsrichter Kilian Sauerwein aus Friedlos hat besten Blick auf die Szenerie und er entscheidet, weiterspielen. Insgesamt war es ein sehr faires Derby. Doch dann, nach gut 70 Minuten, ein etwas heftigeres Foul von Rother an Trainersohn Patrick Lesser. Der Ball liegt gut 25 Meter vom Tor entfernt. Die Szenerie ist wie gemalt für Dennis Nuspalic. Der schaut sich die Mauer kurz an, läuft an, drin. Toll, wie der Mittelfeldstratege den Ball über die Mauer ins Tor zirkelt. Der Treffer ist eine kleine Vorentscheidung. Erst in der Nachspielzeit kommen die Bochonen zum 3:2 Anschlusstreffer. Keeper Bayard begeht im Strafraum ein Foul und der beste Hessenliga-Stürmer lässt sich diese Chance nicht nehmen. Fabian Schaub verwandelt sicher vom Punkt zum 3:2 Endstand. Die Niederlage kann er nicht mehr verhindern. Die Nummer 1 in der Region ist der TSV Lehnertz. Zumindest im Moment. Ja, wir haben heute, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Derby gesehen. Von einer tollen Kulisse, trotz des schlechten Wetters. Und ich glaube, wir haben zum Schluss auch verdient gewonnen. Ja, okay, ein Spiel, was wir auf keinen Fall verlieren mussten. Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben ja gleich ein schnelles Tor gemacht, sind in Führung gegangen. 1:0 hätte uns in die Karten spielen müssen. Ist leider nicht passiert. Wir haben danach einfach zu viel liegen lassen, zu viel gekämpft, zu wenig gespielt. Ja, und in der zweiten Halbzeit, denke ich mal, hat man gesehen, der eine oder andere von uns ist ein bisschen in einem Tief, ist in einem Loch. Die Kraft hat ein bisschen gefehlt, obwohl wir sicherlich da auch nicht die schlechtere Mannschaft waren. Das Tor ist dann entschieden worden durch einen Freistoß, der in seiner Entstehung für uns mehr wie unglücklich war, sage ich mal. Ja, und somit war das Spiel eigentlich gelaufen. Tor natürlich dann zum Schluss viel zu spät. Aber ich kann jetzt groß keinen Vorwurf machen, gewollt haben sie sicherlich, aber man muss einfach auch sehen, dass wir ja, einfach ein kleines spielerisches Tief haben, wo wir raus müssen. Möglichst schon in der nächsten Woche, da zählt es wieder für uns, sonst kommen wir wirklich total hinten rein, das wollen wir vermeiden.